Studierende möchten eine Pyramide mit quadratförmiger Basis durch eine Plane bedecken. Die Plane bedeckt nur die vier dreiecksförmigen Seitenflächen der Pyramide, nicht die quadratische Basis. Man bezeichnet mit klein l und klein h jeweils die Seitenlänge der quadratischen Basis und die Höhe der Pyramide. Bestimme das Verhältnis L auf H der optimalen Maße der Pyramide, die es ermöglichen, bei einem angegebenen Rauminhalt V der Pyramide den Flächeninhalt der Plane so gering wie möglich zu halten. Wir suchen also das Verhältnis L auf H so, dass der Inhalt der Seitenfläche der Pyramide minimal ist, wenn der Rauminhalt V der Pyramide angegeben wird. Nennen wir klein d die Höhe von diesem vorderen Seitendreieck der Pyramide. Der Flächeninhalt, den wir minimieren möchten, das ist viermal der Flächeninhalt von diesem Dreieck. Also viermal Basis L mal Höhe d geteilt durch 2. Und dieses Produkt ergibt 2 mal L mal D. Durch den Satz des Pythagoras in diesem grünen rechtwinkligen Dreieck wissen wir, dass die Hypotenuse D im Quadrat dasselbe ist wie diese Kathete H im Quadrat plus diese Kathete L halbe im Quadrat, also so. Und daraus schließen wir, dass D gleich zu dieser Quadratwurzel ist. Also können wir hier das d durch diese Quadratwurzel ersetzen. Ist gemacht. Wir wissen auch, dass der Rauminhalt V der Pyramide angegeben ist. Diesen Rauminhalt berechnet man durch Basisfläche L² mal die Höhe h geteilt durch 3. Der Rauminhalt der Pyramide, das ist L² h Drittel. Also ist die Höhe h gleich zu 3 mal v geteilt durch L². Und somit können wir hier dieses h durch diesen Bruch ersetzen und finden so die Seitenfläche der Pyramide ausgedrückt mit der einzigen Variablen L. Aus Gewohnheit nennen wir diese Variable Lx und haben so die Außenfläche, deren Minimum wir suchen, ausgedrückt mit der einzigen Variablen x. Im Radikant kann man diese zwei Brüche noch gleichnamig machen, ist gemacht. Und 4x hoch 4 kann jetzt aus der Wurzel raus, wird dort zu 2x hoch 2 und kürzt sich mit dem 2x noch weg, sodass vor der Wurzel nur noch 1 auf x übrig bleibt. Von dieser Funktion a suchen wir also ein Minimum. Und deshalb leiten wir diese Funktion zuerst ab. Wir müssen also die Ableitung von diesem Bruch berechnen. F auf g prim, das macht f prim mal g minus f mal g prim geteilt durch g Quadrat. Hier können wir noch durch 2 kürzen. Und dann machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Das führt dann zu dieser Rechnung. Und dieser gemeinsame Nenner kann nach ganz unten. Oben haben wir dann noch 3x hoch 6 minus x hoch 6 minus 36v Quadrat. Also so. 3x hoch 6 minus x hoch 6, das macht 2x hoch 6. Und somit können wir im Zähler noch eine 2 ausklammern. Und das führt dann zu dieser Ableitung in faktorisierter Form. Von dieser Ableitung erstellen wir jetzt eine Zeichentabelle. Die besonderen Werte sind im Zähler plus minus die sechste Wurzel aus 18v² und im Nenner 0. Dieser Faktor wird niemals 0, der ist immer streng positiv. Daher diese vorbereitete Zeichentabelle. Dieses Binom wird 0 da und da, außerhalb der Nullen ist es streng positiv und zwischen den zwei Nullen ist es streng negativ.
Ein Quadrat ist überall streng positiv, außer da, wo es 0 wird. Von dieser Tabelle brauchen wir eigentlich diesen Teil nicht zu berücksichtigen, denn das x, das heißt das L, muss ja streng positiv sein. Also können wir hier Schlussfolgern bezüglich der Ableitung der Funktion a, so, und je nach diesen Zeichen der Ableitung können wir schlussfolgern, dass die Funktion a selbst in diesem Bereich fällt, in diesem Bereich steigt und bei dieser sechsten Wurzel ein Minimum erreicht. Wir haben also jetzt erhalten, dass die Seitenfläche der Pyramide minimal wird, dann und genau dann, wenn das x gleich zu dieser sechsten Wurzel ist, was wiederum bedeutet, dass L gleich zu dieser sechsten Wurzel ist. Der Inhalt der Seitenfläche der Pyramide wird also minimal, dann und genau dann, wenn dieses L gleich zu der sechsten Wurzel von 18v² ist. Und wie viel ist H in diesem Fall? Wir wissen, dass H 3v geteilt durch L² ist. In diesem Fall können wir also das L durch diese sechste Wurzel hier ersetzen und somit finden wir für H diesen Bruch. Die sechste Wurzel von dem Radikant im Quadrat, das ist dasselbe wie die Kubikwurzel von dem Radikant. Also so. Jetzt, damit die Wurzel da unten wegkommt, multiplizieren wir unten und oben mit der Kubikwurzel vom selben Radikant hoch 2, denn dann haben wir hier die Kubikwurzel hoch 1 mal die Kubikwurzel hoch 2. Das macht dann insgesamt die Kubikwurzel hoch 3, also bleibt dann nur noch der Radikant übrig. Diesen Bruch können wir noch kürzen und so haben wir herausgefunden, dass der Flächeninhalt A minimal wird, dann und genau dann, wenn L gleich zur sechsten Wurzel von 18v² ist und wenn H gleich zur Kubikwurzel von 18v² im Quadrat geteilt durch 6v ist. Um letztendlich diese Frage zu beantworten, brauchen wir nur diese Zahl L geteilt durch diese Zahl H zu berechnen. Das Verhältnis L auf H ist also gleich zu diesem Bruch und hier haben wir die Kubikwurzel im Quadrat verwandelt in sechste Wurzel hoch 4, weil da oben auch eine sechste Wurzel steht. Jetzt werden wir diesen Bruch unten und oben multiplizieren mit der sechsten Wurzel von 18v² hoch 2. Warum machen wir das? Weil wir jetzt im Nenner die sechste Wurzel hoch 4 mal die sechste Wurzel hoch 2 haben. Und das macht die sechste Wurzel hoch 6, also der Radikant 18v². Hier können wir noch durch 6v kürzen und die sechste Wurzel von 18v² hoch 3, das ist die Quadratwurzel von 18v². Daher dieser Bruch. Aus dieser Quadratwurzel können wir noch 9v² rausholen und vor der Wurzel wird dieses 9v² zu 3v, also so. Hier können wir noch durch 3v kürzen und letztendlich haben wir gefunden, dass dieses gefragte Verhältnis gleich ist zu Quadratwurzel von 2.